Herzlich willkommen zum CyberPod Unboxing. Dieses Mal mit dem Asus Zenfone 10. In der Verpackung ist Folgendes enthalten: Das Smartphone selbst, ein USB-C-Ladekabel inklusive 30 Watt Netzteil, eine Schutzhülle, SIM-Kartentool sowie die üblichen Papierbeilagen. Das Zenfone 10 kommt mit 5,9 Zoll recht kompakt daher. Das Gehäuse wirkt hochwertig und schick. Der Rahmen ist aus Aluminium, während das Display aus Corning Gorilla Glass Victus besteht. Die Rückseite wird vor allem durch die großen Kameralinsen geprägt. Die Oberfläche besteht aus Kunststoff und ist leicht angeraut. Wie von der Reihe gewohnt, ist das Smartphone in zahlreichen Farbvarianten erhältlich, darunter Blau, Grün, Rot, Weiß und Schwarz. Mit einer IP68-Zertifizierung ist das Zenfone 10 staub- und wasserresistent. Das Gewicht beträgt 172 Gramm bei einer Kantenhöhe von 0,9 cm. Ein 5,9 Zoll AMOLED-Display wurde im neuesten Zenfone verbaut. Die Auflösung liegt bei 2400x1080 Pixeln. Links oben am Display sitzt eine 32-Megapixel-Frontkamera in einem Punch-Hole. Auf der Rückseite befindet sich das Dual-Kamera-System mit der 50-Megapixel-Hauptkamera mit Blende f1.9 und einer integrierten 6-Achsen-Bildstabilisierung. Darunter wurde eine Ultra-Weitwinkellinse verbaut, die mit 13 Megapixeln auflöst. Videos könnt ihr in bis zu 8K bei 24 Frames pro Sekunde aufnehmen. Bei Tasten und Anschlüssen finden wir auf der rechten Seite eine Lautstärkewippe und die Zen-Touch-Power-Taste inklusive Fingerabdrucksensor, die ihr individuell mit bestimmten Gesten belegen könnt. Die Unterseite hält den Lautsprecher, USB-C 2.0-Anschluss, ein Mikrofon und den Einschub für die beiden Nano-SIM-Karten bereit. Oben finden wir eine 3,5 mm Audiobuchse. Damit sind wir am Ende unseres Unboxings angelangt. Wenn ihr mehr zum Asus Zenfone 10 erfahren möchtet, schaut gerne bei unserem Testbericht vorbei.